Es ist eben ein schwieriges Thema. Es ist ein persönlicher Entscheid, das wurde bereits mehrmals betont. Und jetzt gibt also das Wort zur Güte eher ausnahmsweise, aber doch wichtig in diesem Kontext, einen Antrag auf die Stimmfreigabe. Der Verfassungsartikel war eine klare Sache unseres Erachtens, das ist auch die Sicht des Parteipräsidiums, aber hier haben wir mit einem Gesetz, der in gewissen Zügen etwas weit geht und die Stimmfreigabe ist vielleicht in dieser Situation nicht das Dümmste. Also ich unterstütze den Antrag des Vorstandes als Parteipräsident auf Stimmfreigabe. Wir stimmen jetzt darüber ab. Wer ist mit dem Antrag vom Parteivorstand auf Stimmfreigabe einverstanden? Bitte bezeugen Sie das mit der Hand. Wir werden zählen müssen, wie es aussieht. Ich rufe die Stimmenzähler. Es sind 12 Stimmenzähler. Erhard Ross. 4. Patricia Giger. 15. Christian Abbe. 16. Benny Elsener. 5. Hans Hasi. 9. Alexandre Lachat. 7, merci. Werner Wildhaber. 7. Edgar Rieder. 9. Pius Dus. 10. Walter Zumstein. 9. Helen Schei. 9. Claudia Friesknecht. 10. Dankeschön. Gegenstimmen. Es ist klar, der Antrag wurde abgelehnt. Jetzt stimmen wir über ein Ja zum Gesetz oder ein Nein zum Gesetz. Wir müssen jetzt Stimmzettel ausfüllen, das wird geheim ausgeführt. Ich habe noch keinen Stimmzettel bei mir. Danke, Frau Generalsekretärin. Ja, der Tommy auch. Immer dabei, Tommy auch. Ihr könnt mit diesem rosa Stimmzettel Ihre Stimme abgeben. Ich bitte unseren Crew, die Stimmzettel einzusammeln.